MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf diesem neuen Team, was wir gestern Abend gebaut haben. Und ja, wollen wir mal testen, ob es jetzt vielleicht mal ein bisschen besser läuft. Also gestern waren die Spiele ja eher so ein bisschen suboptimal, also nicht so pralle. Hier dem Herrn Kabul nochmal eine Fitness drauf und dann geht's los. Es ist wieder ein Einzel-Blabla-Spiel, also hier Einzel-Online-Match, weil ich komme immer noch nicht in die Turniere rein. Keine Ahnung warum. Ich habe mich eben auch schon fast gefreut, weil ich habe gesehen, bei besten Listen werden mir jetzt wieder einige auf jeden Fall angezeigt. Ob es alle sind, weiß ich nicht, aber einige werden jetzt wieder angezeigt. Trotzdem kann ich die Teams nicht von den anderen sehen. Also steht immer noch da, ich soll bitte Freunde hinzufügen. Und irgendwer meinte gestern auch, ja, es haben vielleicht noch nicht alle eine PS4 oder so. Natürlich haben nicht alle eine PS4. Aber ich glaube, ich habe Minimum 20, 30 Leute, ich glaube sogar noch mehr, in der Liste, die eine PS4 haben. Und die sollten ja dann eigentlich da angezeigt werden, werden sie aber nicht. Und ja, muss ich mal gucken, wie das jetzt läuft. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, weil da habe ich gedacht, ja, können wir eine schöne Teambewertungsfolge machen. Aber das wird nicht so ganz was. So, Gegner haben wir jetzt hier gefunden und wir sind auch wieder raus. Okay, nochmal Gegner suchen. Wieso haben wir eigentlich einen 86er Angriff? Wir haben ja noch nicht mal einen Spieler mit 86 da. Aber da zählt dann halt wahrscheinlich die Bank dazu. Weil da ist nämlich Ronaldo und Ibra vorne drauf. Und ja, das sollte dann wahrscheinlich dazu zählen. So, jetzt Gegner her. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir mit dem Teamchen so spielen. Ich denke mal, auf Defensiv muss ich definitiv stellen. Lieber zur Sicherheit auf jeden Fall. So, Bristol FC sieht auf jeden Fall stärker aus als unser Team. Aber das soll ja egal sein. Ja, nimm was du willst, passt beides. So, dann gucken wir mal, was er hat. Und er hat 85er Rating. Fabregas, Benzema, Isco, Hazard, Modric, Di Maria, Jordi Alba, Thiago Silva, Ramos, Abeloa ist es und Casillas. Ja, also das sind natürlich sehr starke und auch teilweise sehr teure Spieler, zum Beispiel Hazard. Und ja, nicht so ganz richtig aufgestellt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, Chemie war grün. Also sollten wir uns da mal nichts drauf einbilden. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier so ein bisschen anders läuft. Ohne die äußeren Mittelfeldspieler, sondern jetzt halt ZOMs. Okay, zum Anfang macht er mal überhaupt nichts. Also er bewegt sich hier kein wenig auf den Ball zu. So, Bernard macht das hier gut. Jetzt können wir hier Snyder durchschicken. Da kommt, hier, stopp. So, gut, jetzt kommt die hält er mich da fest? Ich glaube schon, oder? Und jetzt gibt es auch noch Foul gegen mich, okay. Nochmal kurz gucken, hier war das aber nicht, oder? Ja, okay, das war vielleicht ein Foul, aber ich meinte das außen an Snyder. Ich glaube, der hat mich da eigentlich ganz schön gehalten und dadurch kam dann auch die Flanke nicht rein. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. So, Bernard wird hier von Isco niedergerissen. So, Kabul erstmal zurück zu Lloris. Schauen wir mal hier. Ich habe gestern auch gelesen, ich soll mal ein bisschen langsamer machen in den Spielen. Nicht immer so hektisch Kick and Rush. Ja, ihr kennt das ja von mir. Ich mache das gerne. Aber ich werde mal versuchen, das vielleicht ein bisschen abzustellen. So, da spielt er hier den Falschen an. Aber jetzt ist hier Drogba am Ball. Ah, war schade. Thiago Silva da. Jo, können wir gut vorstellen, dass er hier auf Defensiv spielt, weil es kommt mir sehr defensiv vor. Gut, dass er hier mit Fabregas nicht durchläuft. So. Ja, es könnte gut sein, dass ich ein bisschen ruhiger spielen sollte. Vor allem halt auf PS4. Hier ist Drogba durch. Jetzt mal hier Push-Taste. Ah, ein bisschen zu früh gedrückt. Da ist er dann stehen geblieben. Na? Na? So. Boah, Alter, ich komme irgendwie ein bisschen... Ich sehe alles so verschwommen. Als ob ich einen gekippt hätte. Habe ich natürlich nicht. Wir haben jetzt auch erst 13 Uhr mittags oder so. Radu nochmal. Jetzt hier Drogba, aber das ist abseits. Lass mal durch. Ist Kabul da gewesen? Okay, ich glaube, ich drücke ein paar sehr seltsame Tasten, wenn unser Innenverteidiger als linker Winger spielt. Nee, ich denke mal, ich habe ihn dann irgendwie mitgeschickt oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Snyder. So, jetzt sind wir hier auf Drogba. Jetzt lauft doch mal einer durch, bitte. Ja, wenn keiner laufen will, dann muss man es halt so machen. Und jetzt Snyder. Alter, wie schlecht ist das? Was hat der für einen Schuss? 81 und noch Hunter drauf.
Ja, dann müsst ihr mir mal sagen, was ich hier falsch mache. Ich meine, wenn das Ding drüber geht, dann würde ich sagen, jo, ein bisschen zu fest gedrückt. Aber Finesse gerade vorm Tor, der könnte dann schon mal aufs Tor gehen wenigstens. Ich meine, wie gesagt, wenn er drüber geht, okay, dann hast du vielleicht ein bisschen zu fest gedrückt. Aber so, naja, egal, weiter hier. So, Nigel de Jong. Ah, hier vorne auf Drogba. Und jetzt müsste Bernarda ja laufen. Macht er auch. Aber Jordi Alba, nee, Hazard ist es. Läuft natürlich mit. Ja, haben wir nochmal hier Sneijder. Und jetzt hier durchgesteckt auf de Jong. De Jong ist immer noch dran. Und jetzt bringen wir die Flanke. Und was ist denn das? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sneijder mit einem sehr seltsamen Move. Fliegt er da an den Ball vorbei. Jetzt hier Fernando. Macht das gut. Macht hinten dicht. Radu. Ah, jetzt hier ist Fernando auf der falschen Seite, aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt mal hier durchgesteckt. Ja, irgendwie können die sich nie so ganz entscheiden, wer jetzt an den Ball kommen soll. Jetzt die Flanke kommt, Drogba steht, hinten kommt Bernard, der fackelt das Ding vor die Latte. Drogba steigt nochmal hoch und jetzt ist das 1-0 im Kasten. Ja, das Spiel läuft schon wieder echt ein bisschen sehr crazy ab. Aber ich meine, wenn wir hier in Führung gehen, passt das ja. Ein paar sehr seltsame Szenen, vor allem von Sneijder. So, gucken wir mal, Burak habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen, war einmal, na gut, man muss halt auch sagen, er ist natürlich ein Stürmer, das muss man immer beachten und ja, wenn ich ihn jetzt hier als äußeren ZOM aufstelle, ah, schöner Pass von Bernard, ah, Drogba jetzt reinziehen, skilltechnisch ist er jetzt nicht so veranlagt. Also auch vom Dribbling her nicht so, ja gut, nee, da kam ich dann nicht mehr durch, Ecke ist glaube ich dann noch das Beste. So, Didier. Mit wem machen wir die? Sörner. Jo, das passt doch. Ja, kommt, kommt. Und da kommt auch Kabul reingeflogen. Boah, ja, spielt er mir in die Füße. Drogba. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen. Ich könnte schon fast wetten, dass er die Wiederholung... War da überhaupt eine Wiederholung? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, eigentlich nicht. Kabul hat ihn mir in die Arme geköpft. Aber ich denke mal, er hat auf X rumgehackt. Weil geplant sah mir das da mal nicht aus. Schade, Bernard kommt hier nicht ganz durch. Oh, irgendwie ist meine Stimme voll im Arsch, glaube ich. Ich weiß nicht, es hört sich für mich selber so an, aber sich selber hört man ja eh immer anders. So, Drogba jetzt hier in die Mitte auf dem Burak. Machen wir erstmal hier die Außen auf. So, sehr schön. Bernard ist jetzt hier durch. Der kann ja auch skillen. Ja gut, das war jetzt nicht das, was ich ansetzen wollte. Na, nochmal und nochmal. Und jetzt kommt der Schuss. Und, ah, oh, schade, okay. Schuss von ihm anscheinend nicht ganz so pralle. So, Casillas klärt das Ding hier raus. Die Maria, ja, sehr schön von De Jong. Gutes Stellungsspiel bisher von den ZDMs, also stehen immer da, wo sie stehen sollen. So, Drogba jetzt hier durch auf Sneijder. Sneijder, komm, zieh mal nach innen, schade. Da kam ich nicht mehr ganz durch. So, jetzt hier De Jong ein bisschen aufgerückt. Die Maria, Radu, oh, macht er gut hier. Geht er gut an Radu vorbei. Jetzt geht es hier auf die Außen auf Isco. Isco bringt die Flanke, dürfte nichts werden, wird auch nichts. Kabul steht am Start, sehr schön. Ja, Drogba hier wegen seinen Workrates wahrscheinlich ein bisschen sehr weit hinten. So, Burak Yilmaz und jetzt ist Sneijder durch. Na, da wurde er so ein bisschen weggepusht, hat man gesehen. Und dann, ja, hängen sie immer so ein bisschen in der Luft, daher ist er den Laufweg nicht weitergegangen. Drogba jetzt hier auf die Seite, auf Burak Yilmaz. Hat er eigentlich Skill-Moves? Ich weiß es nicht, na gut, das sollte eine Schusstäuschung werden. Kam ich irgendwie nicht so ganz auf die andere Taste mit drauf. Ah, das ist der falsche. Ja, zählt auch als Abseits. Etwas hektisches Spiel hier. Aber naja, bis jetzt nach hinten noch nichts gefangen. Also ja, ich will sein Spiel jetzt noch nicht bewerten. Dafür will ich erst noch mal ein bisschen warten. Entweder bis er quittet oder bis wir hier noch 5 Tore fangen. Wer weiß. Kann ja passieren. Hier schön durchgesteckt. Steckt auf Sneijder. Der hat ja 5 Sterne Weak Foot. Kann man auch mal mit links probieren. So, wieder Ecke. Mal gucken mit wem. Auch wieder mit Sörner. Ja. Kommt, da ist Drogba. Und Drogba macht den rein. Sehr schön. Ja, so habe ich mir vorgestellt. Vielleicht ist er auch besser. Ich weiß gar nicht, in was für einer Spitze haben wir ihn eigentlich gespielt. Ich glaube, einmal im 4-3-3, da ist er ja eigentlich auch eine Einzelspitze. Und einmal, glaube ich, in einer Doppelspitze. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Also so gefällt er mir bisher ganz gut. Jetzt mal hier ganz genau dahin sollte er kommen. Drüber geloppt. Na, okay, nochmal Fallrückzieher.
Ja, oder auch nicht. Ja, okay. Ich habe mir jetzt aber gedacht, beim 3-0, da kann man mal einen Fallrückzieher ansetzen. Ein Lupfer natürlich. Burak war das übrigens, nicht Snyder. Ich muss nochmal bei den ganzen Klatzköpfen hier klarkommen. So. Di Maria, so ein bisschen Tempo-Dribbling. Ja, jetzt ist er hier vorbei, aber es ist abseits. Jo, das ist abseits. Jo, bis jetzt nach hinten noch nichts passiert. Ist ja schon mal etwas, ne? Also eine Flanke oder so zugelassen, aber sonst war's das. So, Radu, De Jong in die Mitte. Machen wir hier mal weiter. Fernando. Und jetzt läuft hier wieder Snyder. Und da kommt er jetzt durch. Ich weiß nicht, ob es abseits ist. Ah, ich war... Ja, doch, war auch abseits. Schade. Snyder läuft auf jeden Fall ganz gut. Spielt so ein bisschen zweite Sturmspitze. Ist auch, glaube ich, in dieser Formation so, dass dieser mittlere ZOM so ein bisschen Sturmspitze spielt. So, jetzt geht's hier mit 3:0 in die Halbzeit. Ich bin mal gespannt, ob der Gegner quittet. Ja, Statistiken müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich hoffe mal, er quittet nicht, deswegen schnell weiter. Nee, macht er nicht, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, vielleicht testet er auch irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht wollte er selber mal irgendwie alle Spieler, die er geil findet aus seinem Verein, mal in einem Team spielen und wollte selber mal so testen, wie das dann mit der Chemie so ist. Jetzt wird er dann eventuell doch quitten. Ja, es ist wirklich sehr zum Kotzen, muss ich sagen. Also, entweder haben wir spannende Spieler oder der Gegner quittet. Ich meine, so Spiele wie in FIFA 13 kriegen wir gar nicht hin, weil der Gegner halt einfach nur am Quitten ist. Alle drei Tore trockbar hier übrigens. Jo, wie machen wir denn das? Ja, Statistiken müssen wir nicht drüber reden. Ja, scheiße. Für Doppelepisode passt es eigentlich leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Puh, auf jeden Fall haben wir hier noch ein Päckchen, das können wir schon mal aufmachen und dabei überlege ich mal so ein bisschen, wie wir das jetzt hier angehen. So, das müsste das Season-Ticket-Pack sein. Ja, meine Sets, jo, ist es. Schauen wir mal rein, vielleicht ziehen wir noch ein paar Packs, mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau, aber das Problem ist halt wirklich noch ein Spiel. Ein komplettes kann ich hier diesmal nicht dran machen, weil sonst kriege ich das mit dem Zeitplan nicht hochgeladen. Wer war das? Okay, ich dachte Xabi Alonso, na gut, der hätte auch nichts gebracht. So, Verträge mitnehmen, Fitness mitnehmen, Heilung mitnehmen. Und was können wir ansonsten noch machen? Das ist jetzt echt schwer, scheiße. Ein zweites Gameplay, wie gesagt, kriege ich einfach nicht dahinter. Sonst kommt das Video wieder verspätet und eventuell würde sich dann sogar das Mittagsvideo verschieben. Das wäre dann auch scheiße. Das passt mir auch nicht so sehr. Machen wir weg hier. Da lass mich mal ganz kurz überlegen, wie wir das machen. Ja, ich könnte jetzt natürlich auf gut Glück und auf arrogante Art sagen, wir suchen uns einfach noch einen Gegner, der abbricht, aber ich glaube mal nicht, dass das klappen wird. Transferliste mal, haben wir nur noch 15 Leute drauf, also es wird jetzt echt wenig. Wir haben jetzt natürlich sehr viele noch im Verein, aber Transferliste wird endlich mal leer. Genau, das könnte ich vielleicht jetzt nochmal ansprechen, es haben schon einige nachgefragt, die Leute sind schon verlost, also ihr müsst natürlich auch die Videos gucken, um zu sehen, wer sie gewonnen hat. Montillo hat sich gemeldet, ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, der hat aber momentan keine PS3 und keine PS4, der bekommt aber eine, deswegen werde ich den so lange im Verein parken, bis er seine PS4 hat und Suazo hat sich, glaube ich, auch gemeldet und der muss mich nur noch adden. Nasri hat sich auch noch nicht gemeldet, das muss noch kommen, aber wir können den Herrn Schürrle schon mal verlosen. Wie können wir den verlosen? Also mit der Formation, das fand ich schon mal ziemlich geil, also wo ihr eure Lieblingsformation nennen solltet. Weil da konnte man richtig schön lesen, wie die anderen Leute so spielen. Und vor allem konnte man da direkt merken, dass sehr viele Leute 4-2-3-1 spielen. Also die ist wirklich sehr, sehr beliebt, die Aufstellung. Ja, was könnte man sonst so machen? Vielleicht Lieblingsspieler hatten wir auch schon. Was könnten wir da machen? Vielleicht Lieblings-Silberspieler? Dass wir uns mit den Lieblings-Silberspielern dann vielleicht mal so ein kleines Hybrid zusammenstellen. Das ist die Frage. Ja doch, schreibt doch mal euren Lieblings-Silberspieler in die Kommentare und warum es euer Lieblings-Silberspieler ist. Es könnte jetzt natürlich passieren, dass nur Stürmer genannt werden. Das wäre ein bisschen blöd, weil wir können ja nicht mit 11 Stürmern spielen. Aber vielleicht habt ihr auch so einen Lieblings-Außenverteidiger, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler, was weiß ich. Das beeinträchtigt jetzt natürlich nicht die Chancen, ob ihr hier Schürrle gewinnen könnt oder nicht. Also einfach euren Lieblings-Silberspieler reingeknallt und aber auch dazu schreiben, warum. Also jetzt nicht einfach nur so, ja, hier zum Beispiel Duricar, weil er Duricar ist. Nein, da müsst ihr schon so ein bisschen was dazu schreiben, was er gut macht. Also vielleicht, ob die Workrates stimmen oder was weiß ich. Und ja, das schreibt ihr rein und dann könnt ihr Schürrle noch gewinnen.
Dann hätten wir diese, ja, wie gesagt, diese beiden sind schon verlost. Schürrle kommt dann auch noch dazu. Und dann passt das. Ansonsten, ja, komm, dann ziehen wir noch mal ein paar Päckchen hier. Ich habe heute mal so ein bisschen meine anderen Accounts durchgeguckt. Das heißt, meine Trading-Accounts. Alter, wir haben da echt noch ordentlich Coins rumliegen. Ich weiß, ich werde ja des Öfteren mal gefragt, wie viel wir denn so auf allen Accounts haben. Was haben wir hier? Das ist aber ganz normal Jumbo, ne? 15.000, 10 Stück. Ja, komm, dann kaufen wir mal hiervon eins. Ist zwar leider kein Player-Set. Ich hätte da bei diesen Player-Sets mal zuschlagen sollen. Die sind natürlich auch interessanter. Obwohl, ich glaube, wir haben sogar welche gezogen, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Wir haben schon so viele Packs gezogen. Nee, also insgesamt auf allen Accounts mittlerweile, wir haben schon einige Coins. Oh, Hummels. Hummels, Valdez und Divayo. Gut, das Pack werde ich damit nicht rauskriegen, aber geht schon mal. Also es geht schlimmer. Ja, wie viele Coins haben wir auf allen Accounts? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber, also vorhin, wo ich mal so ein bisschen durchgeschaut habe, ich glaube, über 20 Millionen sind wir dann schon. Glaube ich jetzt einfach mal. Ich kann es aber nicht richtig sagen. Auf manchen Accounts sind 2 Millionen drauf. Dann sind da ganz viele Accounts mit nur mal 150, 200.000. Deswegen, ich kann das nicht genau sagen. Es sind halt wirklich sehr viele Accounts. Es sind nicht irgendwie nur 10 Accounts. Es sind wirklich sehr, sehr viele. Deswegen kann ich da keine genaue Zahl nennen. Aber wir haben auf jeden Fall genug Coins. Ich denke mal, sollten sogar genug Coins sein, jetzt mal übertrieben gesagt, um das ganze Team of the Year zu kaufen. Was wir aber wahrscheinlich nicht machen werden. Ja, also sind einige Coins da. Und so, was haben wir sonst noch hier? Kopfballabstoß, das brauchen wir alles nicht. Der Rest kann weg. Ja. Ach so, dann auf jeden Fall noch einen Spieler kaufen. Der wurde sich auch des Öfteren gewünscht, nämlich fürs Non-Rare-Team. Diesen Herrn Fair heißt er, glaube ich. Ich hatte den übel klein in Erinnerung, deswegen wollte ich den erst nicht kaufen. Aber dann hat irgendwer geschrieben, der soll groß sein. Deswegen gucke ich mal. Ich glaube, der heißt nur Fair. Leroy Fair, glaube ich. Ja, hätte ich mal lieber Leroy eingeben sollen. Ja, nee, da finde ich ihn auch nicht. Dann gehen wir mal hier Leroy ein. So. Da ist er. Mal gucken, wie groß der ist. Ich hatte irgendwie im Kopf, aber ich glaube, da habe ich ihn mit Anita verwechselt. Weil der ist ja ein ZTM, der relativ klein ist. Ja, der Fair ist 1,88 groß. Der sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Ja, den hätte ich gleich mal reinmachen können. Hoch, hoch, Arbeitsraten. Okay, passt. Ja, dann kaufen wir doch mal hier so einen. Ja, der wird wahrscheinlich nichts kosten. Mal einfach mal 500. Oder vielleicht 1000 als ZDM. Na, vielleicht ist ja einer da. Kann ja sein. So, ZDM. Nee. Ja, komm, dann nehmen wir ihn einfach als ZM. Dann passt das auch. So. Alle. Und dann gehen wir mal hier auf 500. So, nochmal runter. Ach so, vielleicht nochmal zum letzten Gegner. Wollte ich ja eigentlich nach dem Spiel was sagen. Also der Gegner war jetzt natürlich nicht unbedingt pralle. Muss man einfach so sagen. Weder hinten noch vorne. Da sieht man halt auch, dass gute Spieler nicht immer was bringen. Also er hatte natürlich auf jeder Position eigentlich gute Spieler stehen. Aber es bringt halt nichts, wenn du nicht so pralle spielen kannst. Und das konnte er einfach nicht. Nee, den will ich nicht haben. Also er war nach vorne relativ... Über die Außen hat er sich manchmal ganz gut durchgesetzt, aber das war es dann halt auch. Und nach hinten war er relativ schwach und halt, wie gesagt, nach vorne auch. Und deswegen habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass er quitten wird. Ich dachte kurz, nachdem er die Pause weitergedrückt hat, dass er vielleicht doch weiterspielt. Aber dann, wo er direkt wieder Pause gedrückt hat, war es dann eigentlich klar. Relativ schade, aber mit dem Spiel werden wir auf jeden Fall, ja, ich denke mal, heute schon noch ein Spielchen machen. Also... Dieses Video sollte ja am Dienstag kommen, Dienstagmorgen. Und dann denke ich mal, dass wir direkt danach, ja doch, direkt danach noch so ein Spielchen mittags dann mit dem Team machen, was wir eben auch schon gespielt haben. Hat mir so ganz gut gefallen, aber man kann halt jetzt noch eigentlich überhaupt nichts sagen, weil der Gegner halt einfach schlecht war. Deswegen kann man jetzt leider nichts sagen. Hat Snyder eigentlich eine Vorlage gemacht? Nö. Wer hat eigentlich die Vorlagen gemacht? Irgendwer? Also einer auf jeden Fall Sörner durch eine Ecke. Aber ansonsten... Bernard hat noch ein Tor gemacht. Ich dachte, Drogba hat alle gemacht. Ach so, den haben wir ja schon. Ah ja, okay. Der ist ja im Skiller-Team. Ich habe mich schon gewundert. Gucken wir hier mal... Na, Sörner hier. Ja, der hat eine Vorlage. Aber wer hat denn die anderen Vorlagen gemacht? Hat Drogba alle für sich selber gemacht, oder wie? Jo, ein Spiel, drei Tore.
guter Start von ihm auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz ins Non-Rare-Team. Das hätten wir hier bei Test Non. Und da stecken wir jetzt nochmal den Fair auf die Bank. Oder wir können ihn eigentlich gleich reinmachen, aber für wen? Zonzi, Mittel. Ah, Zonzi fand ich aber irgendwie geil. Ich weiß nicht. Ich glaube, den will ich drinnen lassen. Mikel? Ist natürlich eigentlich auch geil. Aber na, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau. Jetzt hört ihr eventuell auch Hunde. Sorry dafür. Wen können wir hier rausmachen? Es können ja nicht alle drinnen sein. Ach, ich glaube, Joe Hart, genau. Dann gehen wir mal hier auf die Premier League. Und ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass das Video zu Ende ist, weil die Hunde drehen gerade ein bisschen ab. So, Fair noch da drauf. Ja, dann sind wir aber prinzipiell durch. Und ich würde sagen, nächstes Video wird dann ein Spiel und ich hoffe mal komplett. Deswegen würde ich mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.